Der weise Weber. Eines Tages erschien ein ausländischer Bote vor dem König und zeichnete einen Kreis um den Thron, ohne ein Wort zu sagen. Der König rief seine Ratgeber zu sich und fragte sie, was das bedeuten solle, aber keine von ihnen konnte ihm eine Antwort geben. Ein Weber wurde für den weisesten Mann in der Stadt gehalten, ihn suchten die Ratgeber des Königs auf. Der Bote eines anderen Königreichs zeichnete einen Kreis um den Thron unseres Königs. Der König wird dich großzügig belohnen, wenn du dieses Rätsel löst. Der Weber dachte kurz nach, nahm eine Handvoll Glut und ein Huhn mit und ging zum Palast. Dort nahm er die Glut aus der Tasche und warf sie vor den Boten. Der Bote zog eine Handvoll Hirse aus seiner Tasche und warf sie auf den Boden. Der Weber holte das Huhn heraus, das die Hirse aufpickte. Dann ging der Bote wortlos weg. »Was war das?«, fragte der König den Weber. »Mein König, als der Bote den Kreis zeichnete, wollte er uns wissen lassen, dass sein König unsere Stadt umgab. Dass ich die Glut vor ihn warf, bedeutete, dass wir lieber auf heißen Kohlen tanzen, als uns zu ergeben.« Als er als Antwort die Hirse auf den Boden warf, wollte er sagen, dass sein König an der Spitze seines riesigen Heeres steht. Als mein Huhn die Hirse aufpickte, verstand der Bote, dass einer unserer Soldaten 1000 der seinigen töten kann.